Was denn? Was? Alter, wo kommen die auf einmal her? Shit! Was? Was? Oh, Christ. Okay, it's not that far. Das ist nicht so weit. Das ist halb so wild. Ja, aber was soll ich denn da machen? Kann ich rennen? Vielleicht versuche ich gleich den Outlast 1... Den Outlast 1 Trick. Einfach rüberspringen. Na, das war ja ganz großartig. Der ist so dämlich, einen Pixel lang zu laufen. Der schmale Grat des Pixels. Huch. So, kann ich jetzt das aufnehmen? Ich würde das gerne aufnehmen. Hallo. So. Wie komme ich denn jetzt darüber? Muss ich jetzt wieder zurückgehen oder was? Wird das mehr oder wird das weniger? Oder. Das wird bestimmt mehr, wenn wir da lang. Ich gehe nochmal zurück. Sicher ist sicher. Weil ich habe keinen Bock, schon wieder runterzufallen. Oder? Ne, es bleibt gleich. Je mehr wir da hinten hinkommen, wird es mehr. Aber wo soll ich denn sonst lang? Das stößt mich doch runter, das Ding. Ich renne einfach. Ich versuche einfach hier durchzukommen. Ja, ist mir egal. Ist klar. Weißt du, wenn wir runterfallen, sind wir tot. In der Cutscene nicht. Fick dich! Gibt's doch gar nicht. Sorry, his suffering is done. Not words true. Momentous times are upon us. Ich schätze, ich nehme den langen Weg. Ich glaube, ich auch. Einerseits frage ich mich gerade, ist es echt ein Wendigo gewesen gerade? Und andererseits, war der schwanger? Der eine? Und was? Oh Gott. Man sieht sein... man sieht sein Gesicht nicht. Schade. Alter, sieht aus wie einer aus der Anstalt. Ja, doch, vielleicht Outlast 1. Wo muss ich denn hin? Schön, im Wald kann man sich auch so gut orientieren. Vor allem gerade ich mit meiner Orientierung wie eine Weißbrotscheibe. Diese Musik gerade wieder. Doch, mache ich lustige Sprüche. Ich gehe einfach mal den Bach hier entlang, nehme das Bächlein. Vielleicht werde ich ja hier fündig. Toll. Müssen wir den kompletten Weg bis zur Mine gehen. Wir waren schon fast dran. Wir schreiten da. Ah, hier ein Zettel. Und eine Batterie. Kann ich hier mal eben nehmen? Zettel? Diese... Da.
Da war gerade irgendwas. Dieser Ficklurch. Steht da echt Ficklurch? Dieser Ficklurch hält seinen Segen für Krankheit und verseuchte versuchte abzuhauen und ich zerbrach ihn. Mach nicht seinen Fehler oder was begeht seine Sünden. Gott und sein Prophet lieben euch. Echt der Ficklurch? Finde ich gut. Der Ficklurch. Wo ist denn der? Lerne ich den Ficklurch auch kennen? Ah, warte mal. Kann ich hier... Oh, geil. Ja. Aber warte mal. Bevor ich jetzt hier lang gehe, da scheine ich ja nicht mehr zurückzukommen, ne? Ich bin ja schon wieder so neugierig. Ich weiß. Viele werden mich dafür hassen. Weil sie wissen wollen, wie es weitergeht. Aber ich würde gerne erstmal da hinten lang gehen. Haha. Ich kann ja auch rennen. Lalalala. So, wenn ich schon einmal... Oh Gott, das wird so... Das wird so fürchterlich im Wahnsinnsmodus. Ich habe jetzt schon Angst. So, hier müssen wir ja irgendwo gestartet sein. Ich frage mich, was ist denn auf der anderen Seite hier? Kommt man hier auch weiter? Hier ist... Ah, hier ist ein Turm. Oder ist... Hä? Hä, wo ist das Bächlein? Ah, hier. Ah, das scheint die Brücke zu sein. Hier kommen wir anscheinend... Nope, hier kommen wir... Hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Okay. Okay. Ich sehe nichts. Hallo? Wie geil, dass die Musik dann aussetzt. Wenn wir mit dem Mikrofon laufen. Aber wie geil das doch aussieht, Mann. Mann. Obwohl es ja ein Horrorspiel, ne? Aber trotzdem, es ist so geil. Wie geil das einfach aussieht. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie das auf der PlayStation Pro aussieht, weil es ist ja PlayStation Pro-Unterstützung, hat es ja angeblich. Boah, bin ich jetzt erschrocken. Gizmo lief da irgendwie gerade entlang. Für die Leute, die nicht wissen, wer ist Gizmo? Ist es meine Katze? Und ja, ich lade die Batterie nach. Und wir haben so viele Batterien gehabt und haben nur noch... Eine. Ich bin gewollt, hier hochzuklettern, wegen Horizon Zero Dawn. Horizon, wollte ich sagen. Kann ich hier... Ey, warte mal, wo ist denn das jetzt? Ey, ich hab's doch gerade um den Schirm gehabt. Da hat wohl einer sehr schwer Asthma. Wahrscheinlich sehr starker Raucher. Wenn du jetzt googelst, dann heißt es sofort, du hast Krebs. So, wo müssen wir denn lang, wenn es da nicht weitergeht? Weil zurück geht's ja eh nicht mehr, oder? Oder geht's zurück? Nö. Gehen wir nochmal zu dem Keuchhusten-Heini. Auf. Mach ich gleich mal mit. Da liegt wo. Ah, so sieht das aus, wenn man dann keine Batterie mehr hat. Da ist es gut. Gut zu wissen. Alles verschwommen. Das ist natürlich sehr geil. Ah, wo geht's denn weiter? Übersehe ich hier irgendwas?
Juckt schon wieder die Nase. Ja, wo geht's denn? Ah, warte mal, wir müssen bestimmt hier durchkriechen, ne? Oh nein. Oh nein. Oder? Nee. Doch, müssen wir. Hör auf damit, Alter. Ich geh sterben gleich. Ich mach raus, dann sehe ich wenigstens nix. Hör auf damit. Ich hab dir nichts getan. Mensch im Wald. Ich ging durch den Wald. Oh, mir ist gar nicht so kalt. So. Dort sah ich eine schlanke Gestalt. There's gotta be sickness here. God bless. Yep. Sickness here. God bless. These people were rotting even before they were murdered. Möchte uns Gott gnädig sein. Ja, ich finde es immer sehr toll, wie beruhigend das alles hier auf uns wirkt. Wenn ich das mal so anmerken darf. Oh Gott. Uah. Dabei sollte es doch nur ein Helikopterausflug werden, so ein Sonntagsausflug. Und jetzt sind wir irgendwie hier irgendwo in so einem Grand Canyon, wo es sehr dunkel ist. Und ich bin so... Oh, ein Zettel. Mit einer Leiche. Wer hätte das gedacht? Ich frage mich, ob diese Leichen das vorher noch alles geschrieben haben, bevor sie gestorben sind. Ich würde es gerne in der Kamera lesen. Weil ich finde es irgendwie besser als wie auf den Zetteln. Willkommen an diesem Ort der spirituellen... So höre ich mich eigentlich morgens immer beim Kacken an, aber... Geht das Spiel weiter? Warte mal, bevor ich jetzt den Zettel hier lese, Alter. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Ach, der lebt noch. Ach, hör auf. Hast du den Zettel geschrieben? Ich... Alter. Oh, Okay, dann kann ich ja nochmal den Zettel mal eben lesen. Oh. Ja, bla. So, ich will mal eben den Zettel lesen. Also, willkommen an diesem Ort der spirituellen Heilung. Du hast Angst und bist krank. Und das zu Recht. Und du bist voll Scham. Und das zu Recht. Du wärst nicht hier, hättest du nicht gesündigt. Doch ich kann dich wieder wundervoll und rein machen. Als diese Krankheit zuerst in Tempelgate ausbrach, erkannte Papa Knorth in seiner Weisheit und Güte sie als geistliches Leiden. Glaube nicht den Korrupten und Ängstlichen, wenn sie dir sagen, du leidest an Syphilis oder Gonorrhoe oder anderen Außenweltlügen. Dies ist eine Krankheit der Seele und Gesundheit, findet sich nur im Reigen deiner Seele. Bleib treu, bleib gehorsam und Herr und Papa Knoth und besonders seinem Diakon Lairit. Gott und sein Prophet lieben dich. Eine Krankheit ist hier ausgebrochen? Ach krass. Deswegen sind die alle so verstümmelt und alles. Okay. Schön. Was ist denn da? Ein Lagerfeuer. Und da scheint wieder wahrscheinlich jemand zu hängen oder so. Kann das sein? Oh. Dass sie die da hängen, die so... Ach nee, da steht jemand. Ach, da.
Alter. Die haben so Syphilis und alles. Lassen die uns in Ruhe? Ich tu dir nichts. Lass mich in Ruhe. Da scheint eine Batterie im Haus zu sein, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Lass mich. Ich geh mal kurz bei euch nach Hause rein, wenn ihr nichts dagegen habt. Oi. Ich will mal kurz alleine sein mit der Dame. Und eine Taschenlampe. Und natürlich wieder... Alter, wieder eine Taschenlampe. Das gibt's doch nicht. Dann nehme ich die Batterie gesamt... Hier war wohl jemand hart abstuhlen. Und das nicht nur einmal. Oh, Alter, guck mal hier, fast ein Brezel gekackt. Alter, geil. Entschuldigung, ist es so. Ist es echt scheiße? Huch. Scheint ja wohl so. Hier. Lieber im Stuhl einschlafen, als im Stuhl, wie ging der Spruch nochmal? Lieber im Stuhl einschlafen, als im Schlaf einstuhlen. Jetzt gehöre ich zu ihnen. Sie haben mich angekotzt. Alter. Geh mal woanders hin kotzen. Hallo? Darf ich? Was macht der da? Ernsthaft? Warte mal, ist ein Zettel drin, ne? Hab ich das gerade... Darf ich dich kurz stören? Ich muss mal... Hallo, ich muss mal eben da rein. Du hast einen Zettel da bei dir liegen. Oh, eine Batterie. Oh, ich würde gerne mal dem rein. Hallo? Da sind sie. Wie komme ich denn da rein? Jetzt sag mir nicht. Oh nein, bitte sag's mir nicht. Ich lade mal eben nach. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Folge nenne. Hart abstuhlen. Alter. Wer ist er denn? Wieder läuft. Geh weg, lass mich! Alter! Ich war auch gerade hart abstuhlen. Oh nein. Ah, ernsthaft? Wo der gerade noch reingepisst hat, da gehe ich durch. Ich habe bestimmt jetzt ein nettes Deo drauf. Das nennt sich nasser Hund. Mein bester Freund, die Kackwu... Alter! Ich seh nix! Alter, aua, lass mich! Ich geh durch deine Pisse! Aua! Hör auf damit! Ja, natürlich, mach doch die Tür von innen zu! Du bist ja ne... Alter! Hast man den sein Gebiss gesehen? Der könnte auch mit der Germany's Next Topmodel... Hallo, Lady! Na, wie wär's mit einem Date? Lässt ihr mich in Ruhe? Das ist aber nett. Die geht ja baden, wenigstens. So, warte mal, was stand denn jetzt an? Ich wollte jetzt hier in das Haus erstmal eine Batterie holen, ne? Oh Gott. Ist das furchtbar hier. Ich will hier gar nicht sein. Hier, Batterie mitnehmen. Kann ich ja auch durchklettern? Nee, doch. Ach, krass. Durch die Köttelbecke kann ich auch durchklettern. Jetzt kommt der eine erstmal, ne? Oder? Kommt er jetzt? Mit seinem... Hör auf, lass das.
Oh. Ist sehr beruhigend hier gerade das Zeltdorf. Jugendherberge 96, Bottrop. So, warte. Machen wir mal hier oben zu. Das habe ich gerade im Augenwinkel gesehen. So, dann wollen wir mal eben hier Batterie sammeln. Dann den Zettel nehme ich nochmal. So. Und jetzt werde ich nochmal... Der kommt da eh nicht hier rein, oder? Da kommt er eh nicht hier rein. Dann schlägt er einfach sein Fenster kaputt. Kann ich wenigstens den Zettel lesen? I can still find my way to the mine. Ich lese mal eben den Zettel, ja? Kapitel 9. Und das Hand des Herrn griff mich an meinen Eingeweiden und trieb den Haken durch meinen Antlitz und hob mich fort von den Knochen des Todes Sions und der Scheiße der Zöllerschweine. Zöllnerschweine. Und im Trüben der Dunkelheit war ich weit wie eine Wolke, die das Land bedeckt und sah vieles. Ich wanderte mich der Wüste Vergangenheit zu, wo die Geschichte des Herrn geschrieben hätte werden sollte. Ich wandte mich dem verdrehten und entwürdigten Häute eines großen Propheten zu, geschlagen und angespuckt wie ein räudiger Hund. Und Gott wandte mich der Zukunft zu, eine finstere, wundervolle Last, der Ruhm des Herrn gegen die Heide, meiner Klinge am Hals des Antichrist, meine Kinder trunken vom Blut jener, die das Wort des Herrn verdrehten. Und ich flog wie Raben 400 Meilen nach Westen über das Land von Akuma und Kyotero und Zuni, ich wollte gerade Zuchini lesen, und Hopi und Havasupai, die Noahs Flut als Werk Hokumatas niederschrieben. Und jenseits Hokumatas Wunden, die dies Zion zerrissen, schickte mich Gott auf einen hohen Berg im Westen, von dem war eine Stadt. Dann sprach der Herr, öffne dein unbeschnittenes Auge, dass du wahrlich sehen kannst. Ich hielt meine Hand vor meinen makellosen Augen und der Herr schoss Sicht durch meinen gespaltenen blutigen Apfel, wie ein Mann seinen Samen in das offene Geschlecht einer Frau bringt. Und er sprach zu mir, hier ist dein Tempel und hier ist dein Tor. Und die Größe, Werkstoffe und Arbeit von Tempelgate wurden mir bewusst. Und die Hände jener, die Tempelgate errichten würden, erschienen mir und ihre Gesichter und ihr Herzen. Ihre Herzen waren voller Furcht. Aber ihre Hände waren folgsam und ihre Augen sahen die Herrlichkeit seines Reiches. So, jetzt haben wir gelesen. Komme ich jetzt hier... Wow. Wow, muss ich jetzt durch die... Warte mal, der kommt doch bestimmt... Kommt der nochmal rein? Ah, der steht da. Bin ich da? Hallo? Musst du die mal pinkeln, dass ich hier mal wenigstens durch die... Nein, ich bin nicht da. Geh weg mit deinem... Oh, guck mal. Oh, der hat aber gehörigen Fußpilz. Kann das sein? Oh, der soll weggehen. Oh, der stinkt. Ja, geh mal raus, genau. So, da kann ich mal rausgehen. Ist hier ein Fenster? Ach, hier ist ein Fenster. Kann ich hier raus? Ah, hier kann ich bestimmt raus, ne? So, ciao. So, wo muss ich lang? Hallo, Jungs. Darf ich hier rein bei euch? Ich schließe mal lieber ab. Sicher ist sicher. Hier war nur ein Zettel gerade, oder? Da ist ein Zettel. Oh Gott. Kann ich hier durchklettern? Ja, kann ich. Geh doch da durch. Wieso klettert er nicht da durch? Doch, jetzt. Ciao. Uah. Direkt ins nächste Haus, ins nächste Abenteuer. Des Kloakendorfs. Alter, da hat einer einen mordsmäßigen Dünnpfiff. Kann das sein?
Wenn hier überall so Pfützen sind. Die halten die ja wie Tiere hier. Alter. Ich glaube, der verfolgt uns. Kann das sein? Ich muss weg. Wer ist er denn hier? Werden wir doch verfolgt? Nein, Gott sei Dank. Ich würde mir gerne das Videomaterial nochmal angucken. Ich weiß nicht, was ich schaue. Ich bin ein deformer Toddler. Eine Art entstelltes Kind. Das ist aber ein komisches Kind. Wahrscheinlich von der Schaukel gefallen oder so. Entschuldigung. Hier. Über die Kante zu schauen. Was für eine... Achso. Alter, wie abgefahren. Boah, das Spiel ist so durch. Aber ich auch gleich. Aber es ist so spannend gerade. Über die Kante zu schauen. Alter! Und ich wollte über die Kante noch schauen. Ich dachte, komm, probier's mal aus. Alter! Willst du mich verarschen? Ich hab mich hier erschrocken. Wo bin ich denn jetzt? Kann ich mal eben? Ich glaube, ich mache hier an der Stelle. Alter, ich glaube, ich mache an der Stelle jetzt mal eine Folgenpause. Ich werde mal eben zwei Baldrian mal eben einspeisen, damit es mir ein bisschen besser geht in der nächsten Folge. Und ihr schaltet dann wieder ein. Alter, ich bin so fertig. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.